Und damit willkommen zu Tyrannosaurus 1.6. So, hier gibt es eine neue Karte von Red Dead Smack. Hat nichts mit der Vorgeschichte von den anderen Karten zu tun. Das ist ein. Ja, von. Aber nur Just for Fun gemacht. Construction complete. Ready for base expansion. Building. Hat sehr viel Spaß zu spielen. Building. Not bad. So, wenn wir ein bisschen erstmal im Spiel sind, zeige ich euch mal die ganzen Ziele, die wir hier haben. Was ihr erreichen könnt, was ihr lieber auslassen sollt. Aber alles zu seiner Zeit. Und so weiter. Cannot deploy here. Building. Cannot deploy here. Building. Construction complete. Training. Harvester under attack. Ready for base expansion. Oh, das ist gut. Construction complete. Let's check it out. So, ganz schön hoch. Missile squad ready for combat. Building. Wir müssen auch echt ein bisschen hinmachen, wenn wir schon mal die kommen. Das sind denn die allerhellsten. Weil die sind der Meinung, die. Ich weiß nicht, was deren Ziel es ist. Wie sie was angreifen, keine Ahnung. Und wenn ich schon solche Einheiten zur Verfügung habe, erstmal Defensivsysteme platt machen. Guck mal lieber hier hin. Okay, ist hat sich erledigt. Perfekt. Brauchen wir den zum Abdeckung hier mal hin. So, dann sollen sie alle hier hin. Ja, ganz wichtig immer, dass wir was bauen. Lass die Biester aushalten. Ja, warte mal, braucht man Strom. So, komm mal mit. Construction complete. Construction complete. Missile squad ready for combat. Hier mit hin. Building. Jetzt gehen wir hier mit hin. Weg. Einer. Das hätte ich auch noch zerstören können, hätten wir ein bisschen Geld bekommen. Kannst dich nicht auf die KI verlassen. Du bist so am Arsch, wenn du das machst. Our base is under attack. New construction options. Building. Construction complete. Building. Kommen Sie zu, macht hin. Wir haben nicht, den ganzen Tag hier Zeit. Weil die müssen vorgehen. Wegen der Defensivsystem hier. Da haben wir nicht so allzu große Chancen. Komm. Jetzt gehen die wenigstens alle mal los. Und bei so einer Traube hier. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Die wollen ja die Türme angreifen. Die sind so dumm. Es tut so weh. Ja, das ist gut. Wenn wir im Verbund angreifen, sind wir sowieso stärker. Können sich die Türme auf mich konzentrieren und die hauen die Türme hier weg. Die das Bahn. Was die ziehen. So, wir kämpfen da mal ein bisschen mit. Jetzt geht's los mit dem großen Bauen hier. Aber
Komm, lass mal nebenbei laufen. Haben noch irgendwo ein Kraftwerk hier rumstehen, was nicht upgraded wurde? Nein. Die Lücke da oben schließen. Das war klar. Die müssen wir zwingend upgraden. Es lohnt sich nicht, ohne Upgrades irgendwie reinzugehen. Ja, ich weiß. Tut weh, ne? Ach, Leute. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was aufgestellt. So, das sind da die Primärziele, das ist ganz einfach zu erfüllen. Ihr seht ja, ihr könnt nur zwischen einer Fraktion auswählen. Also ihr könnt nicht beide anheuern. Ihr könnt nur einmal 40.000 investieren für eine der beiden Fraktionen. Also das ist ganz einfach zu erfüllen. Genauso wie den Steel Tennis müssen wir unterstützen, die Reaper Platz zu machen. Das ist auch ganz einfach. Dieses Ziel ist auch ein bisschen schwerer. Das ist der zweite Rift Generator. Der wird in Phase 2 erst eingesetzt. Also den solltet ihr auch unbedingt finden und zerstören. Das ist auch, würde ich mal sagen, eher primär als Bonus. Dieses Ziel könnt ihr nicht erreichen. Das ist ein kleiner Fehler im Spiel oder auf der Karte selber. Er hat versucht, das abzudaten, aber bis jetzt noch ohne Erfolg. Aber ich kann euch nur empfehlen, das nicht zu zerstören, weil im Endkampf, je mehr Einheiten auf dem Schlachtfeld sind, umso interessanter wird es da auch. Also es macht richtig Bock. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld. Und Platz. Weil hier ist auch ein großes Tiberium-Feld, aber hier hinzukommen ist ein bisschen schwerer. Und fleißig am Sammeln. Können wir hier hinpacken. Da steht schon einer. Brauchen wir nicht. Ja, die geht drauf. Huch. Wichtig ist, hier Flugabwehren zu stellen, weil hier fliegen die ganz gerne hin. Können wir dich hinstellen. Construction complete. Building. Training. Ja, Juggernauts sind doch ein bisschen besser als der Rest, den wir hier haben. Construction complete. Pay attention. Look alive. Enemy unit sighted. Kommt mal mit. Und die müssen alle hier rauskommen. Ich versuche die erstmal mit 1 kurz zu locken. Cannot deploy here. Building. Unit under attack. On hold. On hold. On hold. Jetzt sparen wir mal ein bisschen. Aber ich versuche mal zu sparen. Das ist echt sehr. Das ist auch so eine knifflige Aktion. Ihr könnt entweder das Geld in eure Fahrzeuge investieren und durchrushen. Ja, oder ihr holt jemanden mit in den Endkampf. Was? Das ist aber ungewöhnlich. Genau deswegen brauche ich Flugabwehr. So, wo ist denn Ghost? Bonus Objective complete. So, was haben wir denn angeheuert? Construction complete. Jetzt können wir auch schon weiterbauen. Das ist wirklich eine Qual. Das ist wirklich eine Qual. Juggernaut Mammoth Tank. Oh weia. Mit den paar Leuten hier kannst du auch keinen Krieg gewinnen. Selbst wenn du die Taktik wirklich klug einsetzt, schaffst du nicht.
Weil hier... Guck mal, was hier steht. Guck mal, was hier steht. Guck mal, was noch kommt. Die Basis kam ganz gut. Ja, wir müssen hier rein. Deswegen braucht ihr auch guten Geldfluss hier. Viele Sammler. Ja, wir können so ein bisschen Zeit lassen. Wir können schon mal den Anfang hier kaputt machen. Auch sprich die ganze Verteidigungslinie hier. Können wir schon mal zerstören. Hier ein bisschen was. Die helfen uns auch dabei. Ja, ich weiß, das tut weh. Ja, wenn die Angriffe von meinen Leuten nicht wären. Und hier hinter so eine Sturmsäule. Müsst ihr auch aufpassen. Komm mal runter, Kollege. Oh, bleib mal stehen. Alles gut. Natürlich, die fahren. Die sind so dumm. Ich habe nicht gesagt, fahrt da oben hin. Aber ja, die müssen ja Platz machen. Vogelfänger. Wo wollt ihr hin? Zack, zack. Die Sturmsäulen müssen weg, ganz dringend. Dann können wir ihn nicht angreifen. Er macht so viel Schmerz. Und es tut so weh. Leute, greift ihn doch einfach an. Diese verdammten Sturmsäulen, sie regen mich auf. Ganzen Kraftwerk. Kraftwerk ist mal platt machen. So. Nein! Doch! Unit under attack. We see him. Fire at will. There's our target. Zack, zack, zack. Nur 8 Minuten haben wir Zeit, das ist nichts. Wir finden uns hier eine Hundertschaft hier auf dieser Karte haben. Aber die Preise erlauben es ja nicht. Die Preise erlauben es ja einfach nicht. Weg mit dem Schmutz. Oh, hey, Unterstützung. Ein Firehawk. Wow. Armor Superiority. Moving. Lay waste. Ja, auf die Buzzer muss man echt aufpassen. Also, wenn die zu nah an unseren Einheiten sind, ihr seht ja, die machen. Ja, wir haben nicht von den fremden Einheiten platt gemacht, sondern von unseren eigenen Einheiten. So, der erste Spaltgenerator ist durch. Fleißig bauen, fleißig bauen, fleißig sammeln. Enemy unit sighted. Unit under attack. Unit promoted. So, das hier kaputt und dann verpissen wir uns.
Mitkommen, 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 Leute. Mitkommen, wir haben keine Zeit. Wir haben überhaupt keine Zeit. Müssen wir erstmal alles sammeln. Was macht ihr denn dafür eine Scheiße? Das macht jedes Mal. Ein bisschen klickt ihr einfach nur ohne Angriffsmodus, einfach nur hier hinklicken. Damit doch wirklich alle mitkommen. Oh, Kraftwerke. Die brauchst du nicht. Aha. Komm. Ach, die sind das. Das ist nicht schlimm. Die machen nur sehr großen Schaden bei Infanteristen. Gebäude und Fahrzeuge, ach, das ist ja nicht erwähnenswert. Oh, das ist eine Luftwaffenbasis hier. Hier könnte man jetzt die ganzen Flugfelder kaputt machen. Bringt nichts. Also er spart euch, sag mal, die Mühe und pusht dann direkt nach oben. So, mittlerweile sieht das echt scheiße aus hier. Ist kaum noch Tiberium da. Fleißig am Abernten. Ja, der Part, der jetzt kommt, ist auch ein bisschen anstrengend. Gucken, wenn das nächste Mal aufgeladen ist, zeige ich euch, wo der zweite Spaltengenerator steht. Ist echt ein bisschen schwer reinzukommen. Weil große Einheiten brauchen Platz. Ist normal, ne? Interessiert niemanden. So, Großangriff. So. Hier ist nämlich der zweite Spaltengenerator. Und da müssen wir hin. Und dieser Weg wird, ja, gut beschützt. Sehr gut beschützt. Aber die GI hat einen Schlüssel für alles. M24 kann sich sehen lassen. Ach, hör auf zu labern. So, alles auf ihn. So, keine Chance, er ist so am Arsch. Beste Kombination, Juggernauts und Mauropanzer. Läuft einfach mal alles an. Das passt schon. So, zweiter Mauch erfüllt. Das ist Mutterschiff. Lass das mal in Ruhe. Lass das Ding bloß in Ruhe. Ich hatte eine Runde, hatte sich auf irgendeiner meiner Einheiten konzentriert. Ich wusste nicht mehr genau, welche das war. Ich habe bis hierhin gebaut und hatte hier reingeschossen. Alle Einheiten, auch ungefähr dieses Kaliber hier, alle waren down. Und so ein Verlust auf schwer könnt ihr euch nicht leisten. Das geht einfach nicht. Ja, aufgedeckt, perfekt, wird sofort bombardiert. Müssen wir noch da. Das liebe ich an den Juggernauts, die können weit entfernte Ziele so bombardieren. Und so viel Schaden anrichten. Weil hier hinten steht alles voller Einheiten. Billiges Fußvolk. Kommando steht da noch. Einheiten, die unsere Einheiten übernehmen können. Mit der Sturmsäule, die kann ein bisschen nervig werden. Juckt nicht. Immer schön dicht beieinander bleiben. Zack, alles wegbomben. Mitkommen, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit.
on hold. Canceled. Enemy base sighted. Select target. So, hier ist er. Schön, oder? Insufficient funds. Unit under attack. Boah, geiles Bild. Wir müssen laufen, Leute. Laufen, laufen, laufen. Stampf sie nieder. Das kostet so viel Zeit, gegen die zu kämpfen. Einfach laufen, ist egal, was ihr da jetzt verliert. Einfach laufen. Und weiter, Leute. Weiter, 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 weiter. Komm. Na, die Devastator machen schon guten Schaden. Und der Spaltgenerator muss unbedingt zerstört werden. Koste, was es wolle. Wollen wir nachher noch bekämpfen? So, jetzt seid ihr fertig hier. Macht sie fertig. Wir uns hier noch ein bisschen aufhalten, die Bars platt machen, weil es lohnt sich nicht bis hierhin zu latschen. Ihr könnt sowieso nicht hier reingehen. Genauso wenig wie hier unten. Ihr könnt hier nicht rein. Und währenddessen können wir ein bisschen das platt machen hier. Zack, zack. Ja, oh, alles gut. Lay waste. Fire at will. Down, down, mitkommen. Weg damit. Zack, Schrott. Unit under attack. Guck mal mit, mach ein bisschen mehr kaputt. Ob die Viecher wohl angepisst sind, ich weiß es nicht. Beim Endkampf werde ich auf jeden Fall die Liste hier wegmachen. Das macht so Laune. Da kann ich euch nur empfehlen, verbündet euch mit einem eurer Mitstreiter, dass ihr mit zwei Streitkräften eine Streitkraft down macht. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Da müsst ihr immer unterstützen, immer gucken, wo braucht der Kollege Unterstützung, immerhin. Ja, noch eine Minute. Das Gröbste haben wir hinter uns. Haben nicht allzu viel zu befürchten in der Endschlacht. Dann müssen wir die ganzen Einheiten hier mitnehmen, die ich hier habe. Können wir leider nicht. Aber ihr seht, es ist unmöglich, mit Flugeinheiten hier reinzukommen. Das ist super schwer. Deswegen investiert euer Geld lieber in starke Einheiten. Komm weg mit dem Bauf. So, gleich geht's los. Ich mach schon mal hier weg. Yes, sir. Jetzt geht's los. Jetzt seht ihr die Streitmacht. Der Skrin. Nod kämpft auf der Skrin-Seite. Ah, das ist so wunderschön. So, Endkampf. Alles auf heroisch. Alle Einheiten. Auch unsere, auch die Verbündeten. So, da sind wir. Und ab geht's. Navigation, let's go. Getting into position. New headings now in. Put them down for good. Puh.
Podiak auf heroisch, die macht so, die rasiert hier alles weg. Machen wir hier erst. Launch everything. Unit under attack. Priority one. Dann gehen wir dann sofort hier vorne hin. Weil der Kollege, der schafft das. Machen wir jetzt schon mal. Einfach rüber. Hallo Leute, ihr müsst mitkommen. Müssen aufpassen wegen zwei Frontenkrieg. Nicht, dass Blau uns nachher von hinten angreift. Ja, die kommen auch schon. Geben erstmal auf den großen. Und umdrehen, zack, zack. Sofort umdrehen. Im Verbund bleiben. Das kostet viele Einheiten. Was ist hier los? Er hilft. Ah, er kann nicht mehr helfen. Schade. Und zack, 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 haut die weg. Weiter geht's. Da ist ein Mutterschiff. Der Endboss. Müsst ihr so aufpassen, wenn der losballert hier. Zum Glück noch nie gehabt. Boah, was der frisst. Und down. Sehr schön.